Servus, die Malm. Und grüß euch, die Buben. Ja, klar, ich bin wieder mal unterwegs. Ich muss das heute ausnutzen. Heute ist Sonntag. Wir haben es auch schon kurz vor drei. Und es soll ab heute auf Nacht, spätestens morgen in der Früh, die nächsten 5-6 Tage ringen. Da komme ich dann eh nicht raus. Das will ich also heute noch ausnutzen. Es ist bewölkt. Wir haben aber trotzdem 15 Grad. Es ist trotzdem schön warm. Gibt es gar nichts. Ja, möchte mich nur ein bisschen wieder in meinen Dschungel hauen. Eine Kleinigkeit machen. Heute habe ich mein Hobo mit, möchte ein bisschen am Hobo-Feier machen. Und ja, 16, was alles passiert. Schauen wir mal. Ja, Birken sind bei mir eh selten. Von daher. Ja, heute hast du auf alle Fälle wirklich gut aufpassen, wo ich mich hinsetze. Weil es geht ein ordentlicher Wind auch. Die Lianen sind ein Wahnsinn. Die kann ich gar nicht alle zwei Hände umfassen. Gigantisch. Ja, es sind auch wieder Windböen bis 70 km/h angesagt. Das macht sich natürlich in einem Wald bemerkbar. Ja, aber jetzt bin ich schon auf der Suche nach einem Platzerl auf einen Safe diesmal. Und dann wollen wir es noch ein bisschen gut gelassen. Ja, ich glaube, so richtig safe ist da heute gar nichts. Aber ein Platzerl werde ich schon finden. Ja, da noch ist der Specht dran. Ganz frisch ist das noch. Das ist wirklich wie verhext, glaube ich, finde ein Platzerl. Kaum hast du eins halbwegs gefunden, sind die Bahn dann eben zum Kotzen. Ja, es hilft nichts weiter suchen. Ich glaube, da werden wir es jetzt gemütlich machen. Ja, ich werde ihn da jetzt nehmen. Da neben mir, der schaut relativ gut aus, der da hinter mir schaut gut aus. Der Wind kommt von da, die sind auch alle relativ safe. Naja, hier richten wir mal wieder alles her, mega. Und dann schauen wir weiter. Ja, Freunde, mein Platz ist wieder mal hergelegt und ich hätte mein ganz kleines Tab wieder mitgenommen. Gerade nur so ein bisschen zur Gemütlichkeit. Und ich habe auch heute meinen Solostof einmal dabei, weil wir heute noch Hobofeier war. Und da ist der Solostof natürlich das sicherste. Und von der letzten Tour sind wir da noch, wie habe ich da noch, vier so Bären überblieben. Die haue ich mir jetzt dann auch in mein Diätpfandl wieder rein. Und die mache ich mir nur so gar so zum Drüberstrahlen. Jetzt schauen wir mal, dass wir Feier machen. Ein bisschen Birkenrinden habe ich dabei. So, schauen wir, ob das reicht. Mit der Birkenrinden. Da ist wieder einer. Braucht mir nicht viel. So, ich denke, das ist okay so. Das schaut gut aus. Ja, eins habe ich schon gegessen. Ja, war sehr gut. Aber ich denke mir gerade, ich werde es vielleicht noch ein bisschen feinern. Dann werden wir es ein bisschen einpacken.
Ahoi. Na, schaut das nicht leicht aus. Herrlich, oder? Abgedicht. Exquisit, wieder mal. Ja, ich darf heute nicht vergessen, ich muss mir heute wieder einen Bärlauch mit daheim nehmen, weil ich werde mir ein Bärlauchsalz machen. So, jetzt ziehe ich meine anderen zwei Würstel noch. Natürlich auch mein Bärlauch. So, den habe ich schon ausgeleert, der war schon ganz kalt. Habe ich ein bisschen mit einer Erde auch drauf, also da kann nichts mehr sein. Und ja, klar, ich könnte meinen X-Ball auch nehmen, aber ich nehme heute einmal den Solostofer dazu. Und Kaffee einmal drauf. Ja, wie ihr seht, das ist aus und mein Kaffee ist noch lange nicht fertig. Da verlieren wir eigentlich zu viel Hitze. Das heißt, da muss mein X-Boil wieder herhalten. Aber jetzt geht's dahin. So, in der Zwischenzeit zeige ich euch noch was anderes. Jetzt braucht es eine Schlinge. Da fahren wir ganz normal durch. Und dann fahrt es noch ein zweites Mal durch. Dann zieht sie das Ganze fest. Hält sie nämlich auch von allein. Zum Aufmachen einfach zurückschieben und das könnt ihr wieder aufmachen. Ich werde das Ganze mal genauer zeigen in einer Tipps und Tricks Serie. Jawohl. Na, da schaut das schon anders aus. Kaffee. Jo, Freunde, was soll ich sagen? Krankensessel. Der erste Gruß gilt natürlich wieder euch. Werdet mal gesund, weil jetzt steht der Sommer vor der Tür. Das Frühjahr haben wir ja schon. Es wird alles grün. Schaut, dass ihr gesund werdet und rauskommt. Und natürlich auch meine ganzen Gesunden. Werdet mir ja nicht krank in der heutigen Zeit. Prost! Haschisch. Ja, ich war soweit fertig. Und ich werde mir jetzt gleich noch einen Bärlauch da suchen, da sind schöne große da. Da nehmen wir jetzt auch mit für das Bärlauchsalz. Und dann baue ich langsam an und gehe zurück. Ja, wir haben es jetzt kurz vor 5:30. Ja, super schöne große Blauen. So. Das wird mir, schätze mal, tief reichen, denke ich. Und ich kann mir noch einen holen. Wenn wir zusammen haben wir schon langsam, weil jetzt fängt es auch zum Kühlen. Ich glaube, beim Zurückgehen kann ich auf alle Fälle das Wetter wahrziehen. Ja, bauen wir mal schon langsam an. Noch nichts überstürzen. Perfekt, aufwickeln noch und zusammenpacken den Rest. So, die Hühner sind gesattelt. Ja, viel kann ich da heute nicht machen. Das muss keine nicht alle einzeln aufstellen. Aber da kann ich ja wirklich nicht viel machen. Das wird ein paar Tage brauchen, bis sich das alles erholt hat und aufstellt. Na ja, gehen wir mal. Schaut auch lustig aus. Motor wäre drin. Ja, ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass der Wind nachgelassen hat, weil das war schon haarig. Jetzt ist es wirklich fast windstill. Angenehm. Ja, Freunde, da brauche ich jetzt nicht mehr viel filmen. Ich bin in 15 Minuten beim Auto, die Schrecken haben sie schon alles.
Ja, ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.